Lobby, komm und hilf mir. Oh Mann, ey, gleich habe ich es endlich geschafft. Mein erster Tag als Postbote, das macht so viel Spaß. Oh Mann, guten Morgen, Brookhaven. Oh Mann, Banani, ist das dein Ernst? Was machst du hier? Ich arbeite jetzt als Postbote, Lami. Und hier, ein Brief für dich. Ein Brief für mich also? Das hört sich aber ein bisschen sass an, Banani. Nicht, dass du mich jetzt hier nur pranken willst, oder? Ach Quatsch, Lami. Ich will dich nicht pranken. Aber wenn ich dich pranken soll, dann zieh mal an meinem Finger. An deinem Finger? Okay, und warum? Iba, Banani, was soll das? Lami, hab dich geprankt. Jetzt stinkt dein Zimmer nach faulen Bananen. Aber deswegen bin ich gar nicht hier, Lami. Hier, nimm den Brief. Okay, Banani, aber ich warne dich. Falls es auch einer von deinen blöden Scherzen ist, dann hast du es auf jeden Fall mit der Salami zu tun. Na gut, dann öffnen wir mal diesen Brief und... ein Blatt Papier? Moment mal. Das ist eine Zeichnung. Oha! Das sieht ja mal richtig cool aus. Sag mal, Banani, hast du das gezeichnet? Was? Ich? Nein. Aber ich glaube, ich habe mir die Hose gemacht, Lami. Ach ja, Lami. Schau dir noch mehr Fanarts an auf deinem Discord-Server. Ach ja, ouch. Leute, abonniert alle den Kanal. Oh Mann, immer diese Bananen. Naja, Moment mal, was hat Banani gerade gesagt? Ich soll mir noch mehr Fanarts anschauen. Oh Mann, diese Zeichnung war also von einem Fan. Das war ja mal richtig süß. Und auf meinem Discord-Server gibt es noch eine Menge von weiteren solchen coolen Fanarts. Und ich glaube, darauf werden wir jetzt zusammen reagieren. Also Freunde, wir setzen uns jetzt ganz schnell hier an meinen Computer und schauen uns eure Fanarts an. Let's go! Und hier sind wir auch schon, Freunde, auf meinem Discord-Server. Ihr seht das jetzt hier alles. Und hier sehen wir auch schon die ersten Fanarts. Aber Moment mal, wir werden jetzt zusammen jedes Fanart einmal zusammen angucken. Aber Freunde, bevor wir damit anfangen, Freunde, falls ihr noch nicht auf meinem Discord-Server seid, dann könnt ihr gerne den Link in der Beschreibung abchecken. Das ist kostenlos und so kommt ihr dann auf meinen Discord-Server. Und dann könnt ihr auf dem Discord-Server auf jeden Fall auch eure Zeichnungen oder Fanarts für mich in den Server reinschicken. Aber ich würde sagen, genug gequatscht. Wir starten jetzt auf jeden Fall mit dem ersten Bild. Und das hier ist einfach mein Profilbild nachgezeichnet. Das sieht echt mega stark aus. Und ich feiere es auch wirklich richtig doll, dass so viele von euch dieses Profilbild von mir in den Kommentaren auf jeden Fall als Profilbild haben. Und eure Namen finde ich auch verrückt. Der heißt hier einfach Lamis Sassy rechter Fuß, okay? Der Name ist echt sass. Das nächste Bild ist von Shadow Nico und er hat hier auch einen kleinen Lami gezeichnet. Cool, cool, cool. Aber warum ist mein Kopf so viereckig? Das nächste ist von Lamis Bruder Lami Junior und er hat hier einfach einen Muskel-Lami reingeschickt. okay. Soll das etwa ich sein? Oh Mann, okay. Hier die Oma Wasami hat auf jeden Fall schon mehr Bilder reingeschickt. Moment mal, das müssen wir abchecken. Hier sind Emily und ich. Moment mal, ist das ein Döner auf meinem Kopf? Oder, okay. Ich habe irgendwie komische Dönerhaare, aber oha, okay. Die kann auf jeden Fall schon gut zeichnen. Viel besser als ich. Aber Moment mal, was ist hier wieder mit meinen Haaren los? Jetzt sieht das aus, als hätte ich so einen Taco auf dem Kopf. Naja, okay. Und hier sind Emily und ich noch einmal als Katze. Miau. Das nächste ist von Uzi und Moment mal, er hat mich hier einfach in Minecraft nachgebaut. Hä, wie stark ist das denn? Oha. Das feiere ich auch, wenn ihr einfach meinen Roblox-Skin in Minecraft nachbaut. Ich weiß, das ist nicht so einfach, vor allem hier mit den Haaren. Ja, ich weiß, ist ein bisschen schwer, aber echt stark geworden. Das nächste ist von dem lieben Toasterfisch. Er hat auch ein paar mehr. Moment mal. Alter, wie krass ist das denn? Einmal Emily hier und dann haben wir hier Banani. Und Banani sieht ja mal richtig, richtig cool aus. Und warte mal,
Habe ich ein Jetpack an? Oha! Labi mit dem Jetpack. Das ist echt mega stark. Also der kann auf jeden Fall sehr gut zeichnen. Er hat hier nochmal das Profilbild nachgezeichnet. Das ist auch mega gut geworden. Und zum Schluss haben wir noch einmal... Moment mal. Was ist mit meinen Haaren passiert? Ich glaube, der Friseur hat hier ein bisschen daneben geschnitten. Aber echt starke Zeichnungen. Lieber Toasterfisch. Die nächste Zeichnung ist von der lieben Sunny. Und die hat es einfach in dem Roblox-Spiel gezeichnet. Mit diesem Graffiti-Sprays. Ich glaube, ihr kennt das Spiel. Und das ist auch echt cool geworden. Irgendwie sehen meine Haare bei jeder Zeichnung komplett anders aus. Aber auch hier an der Stelle würde ich sagen... echt stark geworden. Ich finde das so, so cool, wenn ihr so Fanarts macht. Ich freue mich wirklich über jedes Fanart. Also vielen, vielen Dank. Und oha, Moment mal. Lami, du bist der Beste. Nein, Moment mal. Liebe Lami Army, ihr seid die Besten. Also wirklich, das meine ich ehrlich ernst. Ihr seid echt die Besten. Vor allem so viele von euch können richtig gut zeichnen. Und nochmal vielen, vielen Dank an jeden, der mir ein Bild gesendet hat. Um ehrlich zu sein, sind das sogar richtig, richtig viele Bilder. Das heißt, wir können auf jeden Fall nicht in diesem Video auf alle Bilder reagieren. Aber wenn ihr wollt, dann mache ich sehr, sehr gerne einen zweiten Teil. Aber mit einer kleinen Challenge an euch. Und zwar lautet die Aufgabe an alle, die jetzt ein Fanart für mich malen. Malt mich mal nicht als normalen Lami, sondern ihr müsst mich mit irgendetwas anderem fusionieren. Das heißt, vielleicht ein Lami-Auto, ein Lami-Flugzeug, ein Lami-Dinosaurier, was auch immer. Ihr könnt mich als alles malen, was ihr wollt. Und ich werde dann auf die lustigsten Fanarts von euch reagieren. Und die müsst ihr auf jeden Fall auch in meinem Discord zuschicken. Also an alle Künstler in der Lami-Army, macht euch bereit, holt eure Pinsel oder Stifte raus und malt. Hier haben wir dann noch einmal mich und Emily. Und Moment mal, was machen wir da? Küssen wir uns? Oh mein Gott, das wird mir zu sass. Aber vielen, vielen Dank für diese Zeichnung. Okay, hier haben wir die nächste Zeichnung und ich glaube, ich muss meinen Kopf einmal drehen. So, okay, jetzt sehen wir das alles in der richtigen Richtung und das ist auch echt, echt cool geworden. Hier bin einmal ich und einmal Emily. Und Moment mal, er fragt mich hier nach 100 Robux und hier steht sogar sein Roblox-Namen. Okay, 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 Leute, wie soll ich da bitte Nein sagen? Das ist so, so süß, diese Zeichnung geworden. Deswegen geben wir ihm jetzt einfach mal seine 100 Robux. Ich hoffe nur, dass er auch in der Roblox-Gruppe jetzt drin ist. Okay, sein Name war Neutral... unterstrich YouTube 107 und okay, Armin-Fan 1234, er ist in der Gruppe. Okay, wir schenken ihm nicht 100 Robux, sondern einfach mal 200. Dann kannst du dir auf jeden Fall das Lami-Cape kaufen und noch genug Lami und Emily-Merch. Das heißt, hier, bitteschön und Dankeschön für deine Zeichnung. Hier ist noch eins von der Omi Wasami und Moment mal, irgendwie sieht das ein bisschen gruselig aus. Ich sehe aus wie so ein kleiner Psycho und warum habe ich nur 3 Pommeshaare hier? Hey, ich glaube, ihr habt mich versucht als Killer Baby Monster Psycho zu malen oder so. Okay, vielen Dank, Omi. Das nächste ist hier einfach eine Zeichnung in Roblox. Moment mal, ich mache hier so Breakdance und hier ist einfach Emily gezeichnet und sie sagt süß. Irgendwie sieht Emily aus wie so eine pinke Schildkröte, oder? Okay, echt cool geworden. Die nächste Zeichnung ist von dem lieben Lami Boy und er hat geschrieben, hab mein Bestes gegeben. Es tut mir wirklich leid, Lami. Moment mal, was tut dir leid? Okay, verstehe, verstehe. Ja, das trifft mich wirklich sehr gut. Vielen Dank, lieber Lami Boy. Und hier haben wir von Uzi wieder etwas LOL. Moment mal, Freunde. Wisst ihr, was das hier ist? Hä? Wie krass ist das denn bitte? Er hat in Roblox einfach mein Zimmer nachgestellt. Also, Freunde, wenn ihr wisst, wie mein Zimmer aussieht... Moment mal, ich zeige euch einfach mal ganz kurz den Vergleich. So sieht auf jeden Fall mein Zimmer hier aus. Freunde, wir merken uns jetzt hier Monitore, wie die stehen, Mikrofon, bla bla bla. Und jetzt... So sieht auf jeden Fall seins aus. Und das ist...
echt, echt gut getroffen. Also der hat wirklich fast 1:1 alles genauso gleich gemacht. Also stark, du hast echt Talent, lieber Uzi. Die nächste Zeichnung ist von Emily und Lami Fan. Hey, cooler Name. Und hier, oh, Moment mal, wir müssen mal ganz kurz dran zoomen und einmal das Bild drehen. So, perfekt. Und das Bild ist ja mal auch richtig fresh geworden. Oh mein Gott, hier bin wieder ich mit Emily. Und er schreibt sogar, ihr seid die besten YouTuber der Welt. Die Hände sind, schlimm geworden oder so? Nein, Quatsch, die Hände sind eigentlich voll gut. Hä, ich weiß gar nicht, was du hast. Also die Zeichnung auch 1A. Die nächste Zeichnung ist wieder von dem lieben Toasterfisch. Moment mal. Was willst du mir damit sagen? Baby Lami? Ey, so sah ich auf jeden Fall nicht als Baby aus. Nein, 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 Moment mal. Wir machen jetzt so, Rechtsklick, Nachricht löschen. Hat niemand gesehen, Freunde. Das nächste Bild ist von dem lieben Roblox King und er schreibt, Hallo Lami, habe mir für dieses Bild ganz viel Mühe gemacht. Hoffe, es gefällt dir. Danke Lami, dass du mir 2-mal Robux gegeben hast. Nochmals danke Lami. Oh Mann, von dem lieben Leon. Echt süß geworden. Moment mal, hier steht nochmal, kann ich bitte 10 Robux für dein Roblox-Merch? Aha, okay, Freunde, da kann ich auch nicht Nein sagen. So, mein Freund, hier haben wir dich und du bekommst auch nicht 10 Robux, sondern 110. Also das heißt, du kannst dir auch das Lami-Cape kaufen. Viel Spaß. Und hier haben wir einfach Ronaldo als Lami. Laminaldo, oha, sui. Aha, und hier haben wir einen leckeren Lami-Keks. Oh mein Gott, jetzt habe ich Hunger, Mann. Hier haben wir, oha, das sieht auch mega gut aus. Mein Roblox-Skin, der ist echt gut gezeichnet. Und hier wurde mein Profilbild einfach mal komplett richtig krass nachgezeichnet. Okay, das sieht auch echt, echt stark aus. Das nächste Bild ist von der lieben Lilly. Das ist zwar kein Lami-Fanart, aber für die liebe Emily. Und das muss ich auch unbedingt zeigen. Das sieht auch richtig, richtig cute aus. Okay, hier ist das nächste Bild. Und Moment mal, was sehe ich denn hier auf dem Boden? Eine Salami, oha! Ja, da lag einfach diese Salami auf dem Boden. Oh Mann, ey. Aber diese Salami gehört auf die Pizza. Und dann gibt's Salami-Pizza. Hey, das nächste Bild ist auf jeden Fall von der lieben Meli-Maus. Und sie hat... Oh mein Gott, Moment mal. Wir müssen wieder das Bild drehen. Und zack. Okay, perfekt. Sie hat hier einmal Emily und Lami-Army. 2 Erdbeeren. Und einfach das neue Motiv von meinem neuen Merch. Oh mein Gott, Leute. Das sieht echt, echt gut aus. Also, Freunde, hier auf meiner Merch-Seite nochmal den Vergleich, wie das Motiv aussieht. Und zwar ganz genau so. Also, die hat das echt richtig gut nachgezeichnet. Außerdem, Freunde, falls ihr Merch kaufen wollt, checkt auf jeden Fall meinen Shop aus. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Hier gibt's echt coole Sachen. Naja, Freunde, hier haben wir auf jeden Fall von Lami-Fan. Lami Peter ist das. Oh Mann, ey, Freunde, ich heiße nicht Peter, Mann. Oder vielleicht auch doch, keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall, Moment mal, wir müssen wieder das Bild drehen. So, zack, eine Zeichnung von mir im neuen Lami-Banani-Merch. Oha, das ist auch echt, echt gut geworden. Aber, Freunde, falls ihr hier auf jeden Fall ein Bild macht von eurer Zeichnung, dann macht das bitte gerade. So wie zum Beispiel hier die liebe Tami. Oh mein Gott, das sieht auch sehr, sehr nice aus. Hi Lami, bin Lay. Würde mich freuen, wenn ich ins Aufnahmeteam kommen würde. Ich werde mir deinen Namen auf jeden Fall merken, liebe Lay. Und die nächste Zeichnung ist wieder von der Lilly. Und die hat hier auch einmal mein Profilbild auf einem Blatt gezeichnet. Richtig, richtig gut geworden. Freunde, ihr könnt echt alle richtig gut malen. Ich kann niemals so gut malen. Oder, warte mal, was ist das denn hier? Ist das ein Hund hier, der mich ansabbern will? Okay, sass. Hier haben wir auf jeden Fall direkt das nächste Profilbild. Oh Mann, ey. Das ist auch richtig, richtig nice geworden. Oh Mann, ey. Am liebsten, Freunde, würde ich alle eure Fanarts einfach bei mir an der Wand aufhängen. Das wäre auch, glaube ich, eine richtig coole Idee. Die Emily B. hat auf jeden Fall auch nochmal mein Profilbild gezeichnet. Aber Moment mal, ich habe gar kein Gesicht. Das können wir ändern und zwar, tada, jetzt habe ich wieder ein Gesicht, dankeschön. Das nächste ist von dem lieben Rowcraft und Moment mal, das ist gar keine Zeichnung, das ist einfach ein Lami-Stofftier. Oh mein Gott, warte mal, habe ich keine Haare?
Ja, die Haare fehlen auf jeden Fall. Aber Leute, die Idee ist ja mal richtig, richtig krass. Ich will auch nicht zu viel verraten, aber kann sein, dass vielleicht auch Stofftiere, also Lami-Plüschis, in meinen Shop kommen. Aber ich will da nicht zu viel sagen. Bleibt auf jeden Fall gespannt, wie diese Lami-Salami-Pizza. Jetzt bekomme ich wieder Hunger. Oh Mann, ey. Die nächste Zeichnung ist von der lieben Litchi und die hat auch wieder mein Profilbild gezeichnet hier im Kreis. Aber ich muss sagen, irgendwie habe ich voll den Giraffenhals, oder? Das sieht aber irgendwie mega lustig aus. Also vielen, vielen Dank für diese Zeichnung. Aber Moment mal, ich habe auf jeden Fall nicht solche Stockarme, das wisst ihr. Ja, hier haben wir mich auf jeden Fall nochmal im Bananen-Outfit. Nice. Hier haben wir nochmal eine Zeichnung, nicht auf einem Blatt Papier, sondern auf Paint, also auf dem PC. Und hier bin einfach ich. Ich sehe aus wie so eine kleine Katze, ey. Moment mal, was sehen meine Bananenaugen denn hier? Lami Banani Merch in Real Life. Oha, das wäre auch eine richtig, richtig coole Idee. Oh Mann, die Farben gefallen mir auch. Oh Mann, Leute, ich bekomme immer bessere Ideen von euch. Apropos Bananen, hier haben wir auf jeden Fall wieder eine Zeichnung mit Banani. Oh mein Gott, Banani bekommt jetzt auch Fanarts. Wie cool ist das denn? Und hier steht nochmal, abonniert Lami, Banani und Emily von Starza. Oh mein Gott, Starza, vielen, vielen Dank für deine Zeichnung. Okay, und hier haben wir auf jeden Fall... Lol, Moment mal, einmal Emily in Real Life, mich in Real Life und dann uns beide hier gezeichnet. Hä, das sieht sogar echt mega gut aus, vor allem hier mich mit der Cap. Oh Mann, das sieht echt fresh aus. Vielleicht sollte ich öfters Cap tragen. Oha, und was sehe ich hier von ein Blubfisch? Sie hat auf jeden Fall auch was richtig, richtig Cooles gezeichnet. Ich kann nicht lesen, was da auf jeden Fall steht. Aber ich sehe, dass die sich auf jeden Fall den Adventskalender gekauft hat. Aber ich kann auf jeden Fall sehen, dass ein Blubfisch auf jeden Fall einen Adventskalender von mir gekauft hat. Und hier ist sogar die Autogrammkarte eingerahmt. Wie süß ist das denn? Und das Coolste hier dran ist auf jeden Fall deine schöne Pokémon-Bettwäsche. Ich liebe Pokémon. Hier haben wir auf jeden Fall wieder den Lami-Skin in... Warte mal, das ist nicht Minecraft, das ist Bed Wars in Roblox, hä? Okay, ihr habt mich einfach in Roblox als Minecraft-Figur gebaut. Echt stark. Die nächste Zeichnung ist von Hannah Katzenfan und sie schreibt hier, Lami ist der Beste. Oh nein, du bist auf jeden Fall die Beste und das ist auch richtig, richtig gut geworden. Mich hier als Roblox-Avatar. Das nächste Bild ist von dem lieben Lukas und er hat hier einfach mein Bild gezeichnet und einmal Emilys Bild und er schreibt, welches Bild ist besser von den beiden? Ich glaube, das könnt ihr auf jeden Fall entscheiden. Meins oder Emilys? Und er schreibt noch, Lami, kannst du mich grüßen? Natürlich, Lukas, ich grüße dich! Und Freunde, ich sag's doch, es hört einfach nicht auf mit den Fanarts. Es gibt so, so viele. Also ich glaube, Freunde, ihr wollt auf jeden Fall einen zweiten Teil davon, oder? Lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Aber auf die letzten Fanarts werden wir auf jeden Fall noch reagieren. Und hier haben wir wieder mich mit Banani. Oha. Aber warte mal, womit wurde das gemalt? Mit Pinsel? Hä, richtig gut. Mit dem Pinsel kann ich wirklich gar nicht malen. Ich kann eher auch nur mit Bleistift malen, wie dieser Kollege hier. Und er schreibt hier abonniert. Ja, Freunde, ich glaube, ihr habt auch alle abonniert. Und hier ist einfach eine Zeichnung von mir und Emily fusioniert. Oh mein Gott, aber eine Frage habe ich. Warum sehen wir so dick aus? Okay. So dick sind wir auf jeden Fall nicht, Freunde. Auch wenn wir sehr, sehr gerne essen. Oh Mann, aber vielen Dank für diese coole Zeichnung. Hier haben wir wieder mal ein schiefes Bild. Moment mal, wir müssen wieder das Ganze hier drehen und zack. Okay, hier haben wir auf jeden Fall Emily, mich und Banani im neuen Banani-Merch. Richtig, richtig gut gezeichnet, liebe Mia. Mr. Cool 2000 hat einmal dieses Bild gezeichnet. Auch sehr, sehr fresh. Aber Freunde, wie gesagt, im nächsten Fanart-Video müsst ihr auf jeden Fall mein Avatar mit irgendetwas anderem fusionieren. Zum Beispiel hier meinen Kopf und dann hätte ich einen Dinosaurier-Körper oder
Moment mal, was sehe ich denn hier? Hier bin einfach ich als Katze. Sowas meine ich. Ihr könnt mich auch als Katze gerne malen. Wir sind fast am Ende, Freunde. Aber hier hat die Soy Lily noch das hier reingeschickt. Moment mal, wir müssen das wieder ganz kurz drehen. So, perfekt. Und hier halten Emily und ich einfach Händchen. Nee, Moment mal, wir machen ein Herz und da drin steht Love. Oha, das ist echt, echt cute geworden. Vielen Dank an die liebe Samira. Sie schreibt ja auch in Klammern, sie ist 11 Jahre alt. Oha, dafür hast du auf jeden Fall richtig viel Talent, liebe Samira. Hier haben wir wieder mich, wie ich, ja, in meiner coolen Pose bin. Und hier haben wir mich einfach als Riesen. Oha, warte mal, hier ist einfach so ein Baum. Und hier bin ich als Riese. Wie groß bin ich denn, wenn der Baum... Oh, Moment mal, das ist gar kein Baum, das ist... eine Blume, oder? Okay, ich nehme alles zurück. Lol. Warte mal, das sieht irgendwie komisch aus. Ist das Knete? Oder, hä, ist das gemalt oder ist es mit Knete gemacht? Irgendwie, keine Ahnung, aber das sieht irgendwie mega cool aus. Das nächste ist von ihm hier und er schreibt hier, bitte kein Hate. Hä? Oha, das ist voll gut geworden. Sowas würde niemals Hate bekommen von mir. Ich würde wirklich gar kein Fanart von euch jemals haten. Also ich bedanke mich eher für die ganze Mühe. Und yeah, dazu sage ich jetzt einfach nicht viel, Freunde. Wir skippen das und machen weiter hier mit Lami Junior. Warte mal, hier steht Junior. Moment mal, ich wurde hier einfach als kleines Kind gemalt. Hallo Lami, ich hoffe es gefällt dir. Ich habe mir Mühe gegeben. Oha, das ist echt, echt süß. Also viele, viele Grüße an dich. Warte mal, Tavia oder Taria? Nee, ich glaube Tavia oder Tanja. Auf jeden Fall Grüße gehen raus an dich. Die Vanessa hat hier auch noch was richtig, richtig Schönes gezaubert. Und zwar mich, Banani und die liebe Emily. Und Emily sieht irgendwie echt lustig aus. Oh ja, das ist echt, echt cool geworden. Und ich würde sagen, das hier ist auf jeden Fall das letzte Bild. Das ist auch fresh. Hä, was ist das hier für ein Stift? Irgendwie sieht das hier ganz, ganz cool aus. Oh Mann, ey, das waren wirklich richtig viele Fanarts. Und ich bedanke mich nochmal an jeden Einzelnen, der ein Bild für mich gemalt hat. Und Freunde, falls ich jetzt nicht auf euer Fanart reagiert habe, obwohl ihr mir eins zugeschickt habt, dann seid ihr auf jeden Fall nicht traurig, denn ich werde noch viel, viel öfter solche Videos machen, wo ich auf eure Fanarts reagiere. Ich glaube, das wünscht ihr euch doch, oder? Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welches Fanart hat euch am meisten gefallen. Das wird mich auch interessieren. Und vielleicht können wir sogar ein Fanart-Turnier machen, wo das beste Fanart ein paar Bowbugs gewinnt. Also Freunde, malt um euer Leben! Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem richtig coolen Video. Und falls es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Und Freunde, jetzt könnt ihr links und rechts die letzten zwei Videos abchecken. Die sind auch mega, mega cool geworden. Die müsst ihr abchecken. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und ciao!